Eine Mutterkatze namens Lilly. Sie lebte mit ihren liebevollen Besitzern in einem gemütlichen Haus und genoss das warme Sonnenlicht, das durch die Fenster hereinfiel. Lilly war immer eine hingebungsvolle und fürsorgliche Mutter für ihre Kätzchen gewesen, also konnte sie nicht widerstehen, als sie auf ein hilfloses Tigerjunges im nahegelegenen Dschungel stieß, es unter ihre Fittiche zu nehmen. Zuerst waren Lillys Besitzer unsicher über die neue Ergänzung in ihrem Haushalt, aber sie gewannen schließlich Zuneigung zu dem kleinen Tiger und nahmen ihn mit offenen Armen auf. Das Jungtier, das sie Leo nannten, wurde schnell Lillys Ersatzkind und sie bemühte sich sehr, ihm die Wege der Welt beizubringen. Leo und Lilly wuchsen zusammen auf, als wären sie Geschwister. Sie spielten zusammen, aßen zusammen und schliefen zusammen, immer an der Seite des anderen. Die Bindung, die sie teilten, war unzerbrechlich und erwärmte die Herzen aller um sie herum. Eines Tages, als Lilly am Fenster lag und sich in der Sonne räkelte, hörte sie plötzlich ein lautes Knurren von draußen. Sie drehte sich um, nur um einen ausgewachsenen Tiger auf sie zukommen zu sehen. Lilly erstarrte vor Schreck, denn sie wusste, dass dies kein gewöhnlicher Tiger war. Dieser Tiger sah genauso aus wie Leo, aber viel größer und bedrohlicher. Lillys Besitzer eilten zu ihrer Hilfe, aber sie wussten, dass sie gegen einen so wilden Raubtier keine Chance hatten. Sie bereiteten sich auf das Schlimmste vor, befürchtend, dass Lillys Leben tragisch enden würde. Als der Tiger immer näher kam, schloss Lilly die Augen und wartete auf den unvermeidlichen Angriff. Doch dann geschah etwas Unerwartetes. Der Tiger sprang auf Lilly, aber anstatt sie anzugreifen, begann er, sie zu schnurren und ihr Gesicht zu lecken, so wie es eine liebevolle Mutter tun würde. Zu aller Erleichterung stellte sich heraus, dass der Tiger nicht gekommen war, um Lilly zu verletzen, sondern um mit ihr zu spielen. Es schien, als wäre Leo erwachsen geworden und gekommen, um seine Mutter zu besuchen, so wie er es früher als Jungtier getan hatte. Sein verspieltes Verhalten brachte Lilly zum Lachen und Schnurren, als ihr bewusst wurde, dass ihre Liebe und Fürsorge ihn zu dem sanften Tiger gemacht hatten, der er geworden war. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.